wissen, dass 1860er direkt hier hinkommt mit dem Lauf, mit sehr viel Selbstbewusstsein. Wir müssen halt ein besseres Spiel spielen als gegen Magdeburg, wenn wir hier gewinnen wollen. Die sind unter dem neuen Trainer auf jeden Fall schon 6 Spiele ungeschlagen und das wollen wir auf jeden Fall hier in Zwickau beenden und die Punkte bei uns zu Hause lassen. Ganz klar, kein Rückschritt. Ich wollte halt Spielpraxis sammeln. So viel Spiel, wie ich möchte, also wie ich kann. Mich weiterentwickeln, geht auch in der dritten Liga. Die dritte Liga ist auch sehr stark, wie alle wissen. War ein dreckiger Sieg, kann man sagen, in Magdeburg. Auf jeden Fall für uns positiv, dass wir da die Punkte mitgenommen haben, weil im Endeffekt zählen die am Ende, dass wir die Klasse erhalten werden. Und das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne für uns und für unser Selbstbewusstsein, dass wir jetzt dann zu Hause wieder nachlegen können und uns in der Tabelle natürlich nach vorne arbeiten. Die 3 Punkte in Magdeburg waren schon an sich sehr wertvoll. Dieser Auswärtssieg, wohl wissen, dass das Ding alles super war. Wir müssen uns steigern, definitiv, wenn wir die 3 Punkte hier in Zwickau behalten wollen gegen 1860. Es geht nicht um halt irgendeinen Spieler schlecht zu machen, sondern halt wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln und das ist halt für uns ganz, ganz wichtig. Indem wir auf jeden Fall unser Spiel durchziehen und unsere Chancen auf jeden Fall reinmachen und in der Defensive auf jeden Fall besser stehen wie letzte Woche in Magdeburg. Ich war hier schon, ich habe ja gegen Zwickau gespielt in der Rückrunde letzten Jahres. Die Fans haben mir gut gefallen, das Stadion ist schön. Kennen schon den Sebastian Wimmer, also der hat sich in der zweiten Mannschaft damals im Sommer beim Paderborn fit gehalten. Und mit dem habe ich mich gut verstanden, auch dort schon in der kurzen Zeit und der hat mich hier gut aufgenommen. Ja, bei Johannes ist es so, dass wir ihn verpflichtet haben, weil wir ganz klar letztes Jahr schon gesehen haben, welche außergewöhnliche Physis und Athletik er hat. Er hat sehr, sehr gute Leistungen gezeigt letztes Jahr bei Uerdingen. Und von daher hoffen wir auch, dass er genau mit den Attributen auch unser Spiel, unser Offensivspiel beleben kann. Er ist sowohl im Sturm einsetzbar, aber auch auf der offensiven Außenbahn. Ich würde sagen, meine Stärken liegen in der Schnelligkeit auf jeden Fall. Mein erster Kontakt, die Technik, halt spielerisch. Ich will mal spielen, Fußball spielen nach vorne auf jeden Fall. Und wir erwarten dann von ihm, dass er genau diese Parameter ins Spiel bringt, weil dann ist er wirklich ein außergewöhnlich guter Spieler für die dritte Liga. Unsere Ziele sind immer halt zu Hause die Punkte hier zu lassen, also auch gegen 1860 zu gewinnen. Letztendlich ist es kein Zauberfußball, das ist halt ehrlicher Drittliga-Fußball, was sie spielen. Spielen halt ein hohes Pressing, sehr aggressiv, spielen halt viele lange Bälle ins Zentrum, was halt, wofür wir manchmal kritisiert werden, spielen halt sehr direkt, sehr zielstrebig nach vorne und haben halt durch die Einzelqualität wirklich halt sehr viele Folgen in der letzten Zeit gehabt. Übergeordnetes Ziel ist immer der Klassenerhalt bei uns dieses Jahr. Und genau da haben wir natürlich auch Handlungsbedarf gesehen. Wir haben jetzt in der Wintervorbereitung sehr stark mit Verletzungen zu tun gehabt. Elias Huth verletzt, Dennis Jebe verletzt. Das heißt dann, dass wir effektiv aktuell nur 2 gesunde Stürmer haben. Dazu Maurice Hähne, der jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mit der Mannschaft trainieren konnte. Das sind einfach Sachen, wo wir dann natürlich auch Optionen brauchen. Wir brauchen Optionen im Kader und wir brauchen vor allem auch einen Konkurrenzkampf. Einen sehr, sehr engen Konkurrenzkampf um jede Position. Ich glaube, dass wir noch dann unser Ziel erreichen können, das möglichst schnell. Ich denke, dass der Kader jetzt so zusammengestellt ist und die Mannschaft so aufgestellt ist, dass es ja für jeden erstmal ein Ansporn sein muss, in die erste Elf zu kommen und seine Spielzeit zu kriegen. Und dann wird es einfach darum gehen, als Mannschaft zu funktionieren. Da stehen dann die Einzelinteressen auch hinten an. Das weiß auch jeder Spieler bei uns und jeder Spieler ordnet sich dem unter. Und ich denke, dass wenn wir das verinnerlichen, dass wir dann eine richtig gute Rückrunde spielen können.